Herzlich willkommen zu unserem nächsten Pilzvideo. Der nächste Wachstumsschub steht schon in den Startlöchern und bald ja quillen die Wälder wieder über vor bunten Pilzen, so wie man sie hier sieht. Und dann stellt sich bei vielen zwangsläufig die Frage, was ist das eigentlich für ein Pilz und wo muss ich besonders vorsichtig sein? Das heißt, wir machen heute mal einen kleinen Vortrag und machen eine Wanderung durch die, ja, zu Beginn, wenn man sich damit beschäftigt, wirklich unübersichtliche Pilzsystematik und schauen uns wirklich in Ruhe an, was für Pilzgruppen gibt es und wo haben wir besonders giftige Pilze. Die größte, unter Anführungsstrichen, Gruppe, es ist eigentlich eine Ordnung, die Blätterpilzartigen oder auch Agaricales genannt, das sind Pilze, die Lamellen aufweisen. Das ist im Pilzreich die häufigste Erscheinungsform, sagen wir mal. Man kann sagen, dass ungefähr 2/3 aller Pilze Lamellen haben. Das dürfte evolutionär einfach wirklich die erfolgreichste Strategie sein, seine Sporen ja, zu verteilen und dafür viel Nachwuchs zu sorgen. Die meisten Giftpilze, die tödlich giftig sind, finden sich in dieser Ordnung wieder. Das heißt, wenn man sich nicht auskennt und die Familien, zu denen wir gleich kommen, nicht kennt, muss man einfach bei den Blätterpilzen, die Lamellen aufweisen, besonders vorsichtig sein. Wenn man es dann runterbricht, systematisch gesehen, haben wir verschiedene Familien, die nicht miteinander verwandt sind, aber ja, viele Pilze, die miteinander verwandt sind, einfach aufweisen. Wir haben zum Beispiel die Familie der Wulstlinge, die ist bekannt mit dem Knollenblätterpilz oder zum Beispiel dem giftigen Pantherpilz. Und die Wulstlinge haben einfach eine ja, verdickte Knollenanbasis, die je nach Art unterschiedlich ausschauen kann. Und mit den Knollenblätterpilzen eigentlich sind das auch die hochgiftigsten Pilze, die man finden kann. Was gibt es noch für Familien bei den Blätterpilzen? Die größte von allen, das sind die Haarschleierlinge. Die haben wir auch immer wieder gezeigt mit diesem typischen, ja, faserartigen Netz, das in der Jugend dann über die Lamellen gelegt ist. Die Familie macht fast die Hälfte aller Pilzarten aus, also extrem umfangreich und völlig ohne Speisepilze, bis auf ein, zwei Ausnahmen, wie zum Beispiel dem Reifpilz. Also wenn man mal diesen Haarschleier erkennt und auch noch dann das braune Spornpulver, kann man sehr viele Pilze, die man einzeln nicht bestimmen kann, schon einer Familie zuordnen und die dann einfach getrost ausschließen. Bisschen im Verwandtschaftsbereich der Haarschleierlinge sind dann auch die Risspilze, hier mit dem ziegelroten Risspilz, auch mit einem tödlich giftigen Pilz. Meistens sind sie etwas kleiner und haben aber diese typische rissartige Struktur an den Huträndern, die für diese Gattung typisch ist, und bei den Risspilzen finden sich auch überhaupt keine Speisepilze. Wir haben dann noch, ihr seht jetzt die Liste eingeblendet, wirklich viele verschiedene Familien, wo ich die Speisepilze eingeklammert habe. Wenn man sich da mal vertiefen möchte, kann man sich wirklich dann die Gattungsmerkmale anschauen, um dann ja, sich systematisch noch ein bisschen besser zurechtzufinden. Also generell Vorsicht bei den Lamellenpilzen, gerade bei den kleinen weißen, bei den kleinen orangenen und bei den kleinen bräunlichen Arten. Da haben wir wirklich die hochgiftigen Pilze, die wir auch einzeln mal schon in einem ganzen Video vorgestellt haben. Die nächste Pilzgruppe, die wir euch vorstellen, das sind die Täublingsartigen, die auf den ersten Blick auch Lamellen haben. Sie haben aber wirklich Merkmale, die sie eindeutig von allen anderen Lamellenpilzen abgrenzbar machen. Und zwar ist das ihre Sprödheit. Ihr seht das bei den allermeisten Täublingsarten, auch bei den Milchlingen, vielleicht mit Ausnahme von den Frauentäublingen und den Speisetäublingen, ja, bricht dieser Pilz in alle Richtungen und auch so klassisch apfelartig auseinander. Das kommt dadurch zustande, dass die Täublingsartigen runde Zellen haben. Das heißt, sie verhalten sich dann ein bisschen so wie Styropor, im Gegensatz zu allen anderen Lamellenpilzen, die wir vorher gezeigt haben, die eine eher langgezogene Zellstruktur und damit faserig auseinanderbrechen. Ihr seht schon, wir biegen und brechen hier rum und da entstehen dann wirklich so längsgezogene Fasern, die ja ganz klar so bei den Täublingen einfach nicht zu finden sind. Die Täublingsverwandtschaft ist groß. Wir haben da ungefähr 700 verschiedene Arten in Europa, also wirklich relativ viele Pilze. Und das Interessante, wir haben hier keine tödlich giftigen Pilze und auch im Vergleich zu den wirklich gefährlichen Sachen keine hochgiftigen Pilze. Das heißt, man kann natürlich nicht alles essen aus dieser Verwandtschaft, aber man weiß mal, bei den Täublingsartigen kann man sich zumindest nicht umbringen. Man unterscheidet sie grob in die normalen Täublinge, wie wir sie ja wirklich das halbe Jahr über im Laub und im Nadelwald finden. Bei einer so großen Artenvielfalt gibt es natürlich viele Speisepilze und auch
ja, in nahezu jedem Wald eine eigene Art. Die zweite Gruppe sind dann die Milchlinge, die jetzt dann im Herbst kommen, wo die orange milchenden Arten zum Beispiel, die Reizker, alle essbar sind. Also das eine der wenigen wirklich allgemeingültigen Regeln im Pilzreich, die man auf jeden Fall kennen muss. Sonst gibt es dann noch gelbe Milch und weiße Milch. Bei der weißen Milch gibt es nur wenige Speisepilze, wie zum Beispiel den wunderbaren Brätling. Sonst sind viele dann einfach scharf oder bitter im Geschmack und wirklich einfach nicht zu genießen. Also die Täublingsfamilie kann man, wenn man mal ein bisschen durchbricht und an den Lamellen herumfummelt, kann man wirklich leicht bestimmen und dann Arten dort zuordnen. Ja, genug von den Lamellenpilzen. Jetzt kommen wir zu zwei Gruppen, die ähnliche Merkmale haben. Und zwar, sie haben beide Röhren, in denen die Sporen drinnen sitzen und dann unten Poren. Das heißt, wir sind jetzt bei den Röhrlingen, also der Steinpilzverwandtschaft, und bei den Porlingen, den unter Anführungsstrichen mal Baumpilzen, wobei es auch Porlinge gibt, die am Boden wachsen. Zuerst die erste Gruppe oder Familie, die für uns wahrscheinlich die wichtigste ist, das sind die Röhrlinge. Das ist die Verwandtschaft der Steinpilze, ungefähr 100 Arten so, ja, in Mitteleuropa, also doch eine durchaus große Gruppe mit sehr vielen guten Speisepilzen und auch einigen Giftpilzen. Also die Steinpilzverwandtschaft hat keinen tödlich giftigen Pilz, allerdings muss man schon sagen, dass sowas wie die Satansröhrlinge, gerade wenn sie roh oder unabsichtlich roh gegessen werden, schon wirklich sehr, sehr stark Magen-Darm giftig sein können und wirklich auch gefährlich sind. Das darf man nicht herunterspielen. Sonst gibt es, wie gesagt, bei den Steinpilzverwandten sehr, sehr viele gute Speisepilze. Wir unterscheiden da grob zwischen den Dickröhrlingen, wie zum Beispiel den Steinpilzen oder den Hexenröhrlingen oder auch sowas wie, ja, den Rotkappen. Die zweite Gruppe, das sind dann die Schmierröhrlinge. Die sind für Anfänger oft gar nicht als Steinpilze zu erkennen. Die sind vorwiegend im Nadelwald zu finden. Wir haben da den Goldröhrling oder den Lärchenröhrling, der Hohlfußröhrling. Also eher ein bisschen kleinere Erscheinungsformen. Ja, eigentlich leicht zu erkennende Arten, wenn man mal weiß, dass die auch zu dieser Gruppe der Röhrlinge zählen. Der Unterschied jetzt zu den Porlingen, zu denen wir gleich kommen, bei der Steinpilzverwandtschaft kann man die Röhrenschicht relativ leicht mit dem Finger von der Hutschicht abtrennen. Bei den Porlingen, bei den Baumschwämmern geht das nicht. Ihr seht, die Erscheinung ist durchaus ähnlich, also die Poren- und Röhrenschicht ist wirklich sehr, sehr ähnlich, aber das ist alles miteinander fest verwachsen, da kann man nichts voneinander abtrennen. Jetzt bei den, nennen wir sie mal Baumschwämme, gibt es eigentlich wenig wirklich interessante Speisepilze. Vielleicht der Schwefelporling, der imposanteste von ihnen, ein wirklich guter Speisepilz, der auch leicht zu erkennen ist. Sonst haben wir aber viele interessante Vitalpilze in dieser Gruppe. Immer wieder gezeigt, gerade wenn es dann zum Winter geht, zum Beispiel der Birkenporling, ein ganz toller Vitalpilz, oder die Schmetterlingstramete, der Reishi gehört da auch dazu. Also wirklich eine interessante Verwandtschaft, was, ja, Heilzwecke angeht. Was die Giftpilze angeht, sind sie zum Glück relativ harmlos. Es gibt viele ungenießbare Arten, die einfach keinen Geschmack haben oder einfach viel zu fest sind. Und es gibt nur eine einzig tödlich giftige Art, das ist der zimtfarbene Weichporling. Der hat auch ein ganz eigenes Vergiftungssyndrom, ist aber aus meiner Sicht mit nichts, was wir sammeln, ja, zu verwechseln, was einfach für Speisezwecke, ja, gedacht ist. Also auch die Porlinge haben wir jetzt mal kennengelernt. So, das waren jetzt die klassischen Fruchtkörperformen, die einem regelmäßig begegnen. Jetzt kommen wir zu einer Gruppe, oder besser gesagt zu einem Sammelbegriff, unter dem sich viele verschiedene Pilzfamilien mit durchaus ungewöhnlichen Fruchtkörpern verstecken. Früher hat man sie als Nichtblätzerpilze bezeichnet, heute bezeichnet man sie als Aphylophorales, also, ja, verschiedene Pilzfamilien, die aber auch Interessantes zu bieten haben. Vielleicht die wichtigste gleich zuerst. Das sind die Leistlinge. Das ist die Eierschwammelverwandtschaft, die eigentlich nur auf den ersten Blick auch sowas wie Lamellen aufweist. Die Leistlinge haben keine Lamellen, auch wenn es so ähnlich aussieht. Der Unterschied, diese Leisten sind wirklich fest mit dem Hut verwachsen und nicht abtrennbar. Sie haben auch noch Zwischenverbindungen, die die Lamellenpilze so nicht haben. Sieht man da auch wirklich sehr schön in den Details. Bei den Lamellenpilzen kann man in der Regel die Lamellen, so wie bei den Röhrlingen gerade gezeigt, kann man wirklich mit dem Finger gut vom Hutfleisch abtrennen. Bei den Leistlingen ist das fest miteinander verwachsen. Beim Eierschwammel sind die Leisten wirklich sehr stark ausgeprägt. Wir haben aber in dieser Verwandtschaft
überhaupt nur Speisepilze. Die Leistlinge sind alle großartig im Geschmack und auch wirklich dann gut zu erkennen. Wir haben aber zum Beispiel bei den Toten Trompeten dann deutlich weniger ausgeprägte Leisten, aber auch das gehört in diese wirklich für uns so interessante Verwandtschaft, wie auch die Trompetenpfifferlinge, die Duftleistlinge. Da haben wir wirklich gute und leicht zu bestimmbare Speisepilze, bei denen man ja getrost zugreifen kann. Was gehört noch in diese Verwandtschaft der Nichtblätterpilze? Die Stachelpilze. Die bekanntesten wahrscheinlich die Semmelstoppelpilze. Da gibt es ja zwei, drei unterschiedliche Arten, die wir immer wieder schon gezeigt haben. Auch der Habichtspilz ist ein Stachelpilz, auch ein guter Gewürzpilz, der im Alter selbst dann aber bitter wird und auch ein paar bittere Verwechslungspartner hat, aber nichts tödlich Giftiges. Was gehört noch in diese Gruppe? Die Korallenpilze. Wirklich eins der Highlights, muss man sagen, wenn man durch den Wald geht. Eine wunderschöne Gruppe, die zwischen Gelb, Braun, manchmal sogar lila und rot variiert. Allerdings haben wir da nur ganz, ganz wenige Speisepilze und die kann man auch nicht wirklich von den giftigen Verwechslungspartnern in derselben Familie unterscheiden. Das heißt, die Korallenpilze sind eigentlich für uns nur was fürs Auge. Was haben wir da noch? Die Stachelbärte. Wunderbare Highlights eigentlich aus dem Herbst. Der ästige Stachelbart, ja wirklich bei uns eine vergleichsweise häufige Art, auch wenn er insgesamt bedroht ist. Also auch diese Gruppe gehört da dazu. Auch die krause Glucke ist ja hier unter diesem Sammelbegriff zusammengefasst. Noch was zum Schluss. Auch die Bauchpilze gehören zu den Nichtblätterpilzen, wie zum Beispiel die Stinkmorchel. Die Bauchpilze sind die Arten, die wirklich geschlossene Fruchtkörper aufweisen, an Eier erinnern, teilweise auch riesig werden, wie diese wunderbaren, ja, gigantischen Riesenbowiste. Bei den Bauchpilzen muss man aufpassen auf die Arten, die innen schwarz sind. Da gibt es wirklich stark magen-darmgiftige Arten wie die Kartoffelbowiste, die Arten, die innen rein weiß sind und keinerlei Struktur aufweisen, die sind essbar, aber zugegeben jetzt nicht unbedingt das Beste, was so die ganze Pilzsystematik an Speisepilzen hergibt. Und die letzte Gruppe, das sind die Schlauchpilze. Nochmal ein Begriff für die Systematik. Alles, was wir uns bisher angeschaut haben, sind sogenannte Ständerpilze, sogenannte Basidiomyceten. Das sind die zwei großen, ja, Reiche eigentlich, wenn es die Pilze angeht. Das sind die Ständerpilze und die Schlauchpilze. Zu den Schlauchpilzen gehören die Morcheln, die Trüffeln, Schimmelpilze, Morchelbecherlinge und generell die Becherlingsarten. Das heißt, das ist systematisch gesehen ganz was anderes. Also die Morchel und die Stinkmorchel sind überhaupt nicht miteinander verwandt, ganz weit weg davon, sind eigentlich einfach nur durch die Ähnlichkeit, ja, so benannt worden. Bei den Schlauchpilzen muss man wirklich vorsichtig sein, gerade bei der Morchelverwandtschaft, weil sie roh einfach alle stark giftig sind. Und bei den Morcheln selbst gibt es keine Giftpilze, aber bei der näheren Verwandtschaft, bei den Lorcheln, haben wir zum Beispiel mit den Giftlorcheln wirklich auch tödlich giftige Arten. Ja, das waren jetzt eigentlich die wesentlichsten Fruchtkörpertypen, die man im Wald finden kann, denen man begegnet. Und wir wollen jetzt da mal ein bisschen, ja, Aufklärungsarbeit leisten und haben euch die einzelnen Sachen vorgestellt. Hoffen, ihr könnt euch jetzt ein bisschen besser zurechtfinden. Es ist immer gut, wenn man so leichte, ja, Schubser bekommt, um sich dann zum Beispiel mit eigenen Familien oder vielleicht eigenen Gruppen wie jetzt den Röhrlingern näher beschäftigt und sich dann einfach besser zurechtfindet. In dem Sinne, genießt den nächsten Pilzschub, ja, genießt die Vielfalt fürs Auge und aber auch kulinarisch gesehen. Seid schön vorsichtig, jetzt haben wir ja vielleicht wirklich einen besseren Überblick, wo man aufpassen muss und wo nicht. Und viel Spaß und bis zum nächsten Suchvideo.